Vor kurzem hat Kingston das SD- und Micro-SD-Karten-Lineup etwas überarbeitet und in diesem Video möchte ich euch darüber mal einen Überblick geben, damit ihr für euren Einsatzzweck eben genau die optimale Karte findet und wo die einzelnen Unterschiede liegen, das erfahrt ihr in diesem Video, also viel Spaß! Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Versionen, nämlich die Canvas Select, Canvas Go und die Canvas React. Das Einsteigermodell ist dabei aber die Canvas Select, welche eine Geschwindigkeit von 80 MB die Sekunde im Lesen und 10 MB die Sekunde im Schreiben hinbekommt. Das reicht auch vollkommen aus für normale Fotos mit Kompaktkameras, DSLR und DSLM-Kameras, solange es eben nicht auf die Geschwindigkeit ankommt. Also wenn ihr Serienbildaufnahmen oder hochauflösende Videos aufnehmen möchtet, dann solltet ihr zu einer der anderen beiden SD-Karten greifen. Zu denen komme ich aber gleich nochmal. Wichtig wäre vielleicht noch die Info, dass man die Canvas Select in den Speichergrößen 16, 32, 64 und 128 GB kaufen kann. Und dann gibt es aber, wie eben kurz erwähnt, noch die Canvas Go. Die schafft 90 MB die Sekunde im Lesen und 45 MB die Sekunde im Schreiben, sowie dann nochmal das Topmodell, welches mit 100 MB die Sekunde im Lesen und 80 MB die Sekunde im Schreiben nochmal ein ganzes Stück schneller ist. Allerdings sind auf allen SD- und Micro-SD-Karten auch noch verschiedene Symbole abgebildet, welche die einzelnen Karten anhand von Mindestanforderungen in die verschiedensten Klassen einteilen. Zum einen gibt es da die ganz normale Geschwindigkeitsklasse und hier haben alle SD- und Micro-SD-Karten von Kingston die Klasse 10. Das bedeutet, alle schaffen mindestens 10 MB die Sekunde im Schreiben und werden auch niemals darunter fallen, aber natürlich gibt es auch andere SD-Karten, welche langsamer sind und dann dementsprechend in einer niedrigeren Klasse eingeordnet werden. Darüber hinaus gibt es dann noch die UHS-Geschwindigkeitsklasse, welche eben bei schnelleren Karten relevant wird. Und hier gibt es zwei verschiedene Klassen. Zum einen U1, diese setzt mindestens eine Schreibgeschwindigkeit von 10 MB die Sekunde voraus. Und dann noch U3 und diese setzt 30 MB die Sekunde mindestens voraus im Schreiben. Und diese Anforderungen werden übrigens von der Canvas Go und der Canvas React erfüllt, weshalb diese ebenfalls in der Klasse U3 eingeordnet sind. Und dann gibt es noch die Videogeschwindigkeitsklasse und wie der Name schon sagt, ist diese eben bei Videoaufnahmen besonders wichtig. Die Canvas Select hingegen ist in gar keiner dieser Klassen eingeteilt, da diese eben vorrangig für Fotos geeignet ist und wer viele Videos aufnimmt, der sollte entweder zu der Canvas Go oder zu der Canvas React greifen. Der Grund, weshalb man die Videogeschwindigkeitsklasse allerdings nicht unterschätzen sollte und immer darauf achten sollte, wenn man viele Videos aufnimmt, dass die Karte zertifiziert ist mit dieser Klasse, ist eben, dass sowohl beim Lesen als auch beim Schreiben die Geschwindigkeit der Daten immer etwas schwankt und gerade bei Videos darf diese eben nicht unter einen bestimmten Wert fallen, da sonst die Videoaufnahme eben nicht korrekt abgespeichert werden kann und dann einzelne Bilder fehlen oder die Aufnahme sogar komplett abbricht. Und sowohl die Canvas Go als auch die Canvas React sind mit der Videogeschwindigkeitsklasse V30 zertifiziert, was bedeutet, dass diese, egal was passiert, also auch im Worst Case, werden diese niemals unter eine Geschwindigkeit von 30 MB die Sekunde im Schreiben fallen, wodurch es auch kein Problem ist, mit beiden Karten 4K Videos aufzunehmen, da eben die Klasse V30 dafür die Mindestanforderung ist. Passend dazu sind aber natürlich auch die Speicheroptionen gewählt. So kann man bei der Canvas Go zwischen verschiedenen Speicheroptionen von 32 bis 512 GB Speicher wählen. Und 512 GB ist extrem viel. Da kann ich hier mit dieser Kamera ganz problemlos für 11 Stunden 4K Videos am Stück aufzeichnen auf einer SD-Karte und somit hat man eigentlich immer genug Speicher dabei. Bei der Canvas React hingegen ist die größte Speicheroption 256 GB, was allerdings auch schon echt eine Menge Speicher ist. Und dafür hat man eben nochmal die etwas höheren Geschwindigkeiten, wodurch auch hochauflösende Videos mit hohen Framerates kein Problem sind. Bei den Micro-SD-Karten ist das Lineup identisch. Wir haben ebenfalls die Canvas Select, Canvas Go und die Canvas React, welche auch von den Geschwindigkeitsklassen her identisch sind und auch die tatsächlichen Geschwindigkeiten sind ebenfalls identisch. Die einzigen Unterschiede gibt es bei den Speicheroptionen, denn hier ist die Canvas Select mit einer maximalen Kapazität von 256 GB die größte Karte und die Canvas React und die Canvas Go kann man mit 128 GB auswählen. Allerdings gibt es auch noch die Application
zusätzlichen Performance-Glas, welche gerade bei MicroSD-Karten besonders wichtig ist, da man diese ja in vielen Smartphones verwenden kann, um den Speicher zu erweitern. Allerdings ist nicht jede MicroSD-Karte wirklich optimal dafür geeignet, da viele auch viel zu langsam sind, um beispielsweise Smartphone-Apps auf diesen abzuspeichern, ohne dass eben die Benutzung dann deutlich ausgebremst wird. Die Canvas React ist in dem Line-Up der MicroSD-Karten die einzige, welche eine Zertifizierung dieser Geschwindigkeitsklasse hat. Um genauer zu sein, ist das die Geschwindigkeitsklasse A1, welches zum einen voraussetzt, dass die Schreibgeschwindigkeit mindestens 10 MB die Sekunde beträgt, aber das viel wichtigere Kriterium ist, dass eben eine bestimmte Menge an Datenpaketen pro Sekunde verarbeitet werden kann und desto geringer dieser Wert ist, desto mehr wird eben die App in der Benutzung ausgebremst. In diesem Fall ist die Mindestanforderung für die Klasse A1 1500 IOPS im Lesen und mindestens 500 IOPS im Schreiben. Und da eben beide Werte von der Canvas React erfüllt werden, eignet sich diese perfekt für die uneingeschränkte Nutzung in einem Smartphone. Aber das soll es jetzt mit diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Überblick über die SD- und MicroSD-Karten geben und vor allem auch darüber, worauf ihr achten sollt. Im Endeffekt ist es eben deutlich wichtiger, auf die verschiedenen Klassen zu achten, da die eben darüber entscheiden, wie stark die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten variieren. Und gerade bei Videos ist es eben wichtig, dass bestimmte Geschwindigkeitswerte eben nicht unterschritten werden, damit alles problemlos abgespeichert werden kann. Unten in der Videobeschreibung befinden sich natürlich alle wichtigen Links, also schaut dort unbedingt vorbei, falls ihr euch für das neue Line-Up ein bisschen mehr interessiert. Und sonst hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr diesen Kanal abonniert habt. Falls nicht, dann tut es und dann schaut ihr hoffentlich auch beim nächsten Video ebenfalls wieder vorbei. Also bis dahin, ciao!